So, hervorragend. Ich laufe mal hier rüber und schmeiße den ganzen Stuff hier auf den Haufen. So. Nee, den hier auch noch. So, perfekt. Und dann würde ich sagen, wir können bestimmt ratzen gehen, wa? Mal gucken, wie spät ist es. Ja, wir haben schon nachmittags. Kurz vor Nachmittag. Gut, aber so oder so, wir können auf jeden Fall pennen gehen. Gute Nacht. Guten Morgen. Und dann würde ich sagen, wir laufen direkt runter. Und erkunden weiter. Wobei ich da allerdings jetzt ein bisschen Bammel habe, ehrlich gesagt. Oh. Warte mal. Wir müssen hier mal kurz die Laternen wieder anmachen. Die Fackeln. So. So viel Zeit muss sein. Ja, ich weiß. Wir könnten hier auch die anderen Fackeln hinmachen. Darüber haben wir schon sehr oft in den Kommentaren gesprochen. Nein, hier bleiben, hier beim Dingens bleiben wir bei den Fackeln, beim Rondell. Gut, Augen wieder rein und dann gehen wir mal weiter. So, Portal weg und das Ding weg. Und dann gehen wir mal vorsichtig hier entlang. Da sieht man ja, links und rechts sind wir von Lava umschlossen. Ich suche natürlich nach Festungen, ne? Ich glaube, das ist mittlerweile klar geworden. Hier haben wir Zwerge. Ist das eine Base? Nee. Aber wir haben hier auf jeden Fall Straußenfahren. Das kann ich mitnehmen. Wo es hier doch dargeboten wird. Und den Zwerg da, den supporten wir mal. Vorsicht! Laufe bloß nicht in meine Schusswelt. Sonst greifst du mich noch an. Eine lebende Person. Ja, ich weiß. Hier sind noch Pilze. Hör damit! Wir sehen uns. Oder auch nicht. Ja, da ist eine Festung. Sehr gut. So. Oh, ich dachte, ich habe meinen Stab gezückt. Einmal wird er mich treffen, so sei es. Gut. Hier ist Straußenfahren, hier ist ein Pilz. Hör damit. Ich habe ein Vieh gehört, keine Ahnung, wo es war. Gut möglich, dass es da hinten war, wo der Zwerg gerade kämpft. Dann sei es so. Ich nähere mich der Festung. Das ist irgendwie ein bisschen komisch mit Antargeten, ne? Manchmal. Keine Ahnung, was das soll. Ich glaube, weil das hier auch noch eine Hitbox hat, sozusagen. Und das, was geerntet wird, eine andere Hitbox hat und die sich, die miteinander kollidieren. Keine Ahnung, das ist meine Theorie als Spieleentwickler. Ich weiß es nicht. Hier ist auch noch was. Da, das meine ich. Ne? Die sind sich gegenseitig im Weg. Und jetzt kann ich es nicht antargeten. So, sehr gut. Hervorragend. Und dann gehe ich mal zu der Festung und wir gucken, wo wir unser Portal hinbauen. Sieht aus wie eine Riesenvase, ne? Irgendwie cool. Oh. Hier haben wir so ein Gebäude. Mit ordentlich Straußenfahren. Das nehme ich alles mit. Hier sind Töpfe. Her damit. So. Da sind noch mehr Töpfe. Oh. So, sehr gut. Oh, das sieht hier irgendwie schön friedlich aus, ne? Weil hier so viele Pflanzen sind. Sieht aus, als könnten wir hier unsere Base bauen. Aber eigentlich ist es gar nicht so sicher, ne? Da sehe ich schon direkt einen Krieger aus der Lava stratzen. Soll ich den mal mit Äxten platt machen? Ich habe mit den Äxten noch gar nicht gekämpft, ne? Ich habe die bisher nur als Werkzeug genutzt. Aber erstmal mache ich hier Straußenfahren weg. Alter, ist das viel hier. So, du kommst mal her. Nee, nee, du brauchst gar nicht erst wegrennen. Ha! Oh shit, nicht getroffen. Ja, der haut ab, weil er dann elektrisiert ist, ne? Ah, Nest. Ein Nest. Ja, der kommt bestimmt gleich zurück. So, du stirbst. Und du ebenfalls. Nee, komm mal runter hier. Piu. So. Oh. Ja, wir sind zum Bersten gefüllt. Ach, das kommt aus den Vasen, ne? Ich schmeiß mal das hier weg, weil der andere Loot ist wertvoller. Da könnten Special-Knochen bei sein. Ich baue hier mal kurz ein Portal hin. Ja, ich weiß, das ist hier mitten in der Pampa. Das ist nicht so klug. Aber das mache ich nur übergangsweise, um Stuff wegzubringen. So, und ich mache ihn mit Frost platt. Aua! Hätte nicht gedacht, dass der nochmal zuhaut. Gut.
So, wir haben dann auch ein bisschen Platz im Inventar. Dann mache ich mal hier das Nest weg. Sammel den ganzen Stuff auf. Und nehme die Eggs mit. Zwei nur? Oh, come on. Drei Eier haben wir jetzt gefunden. Sehr gut. So, kann ich auch das hier mitnehmen, theoretisch. So. Gut. Und hindurch. So. Laggedy lag, weil wir aus den Ashlands kommen. Wie immer. So, und das hier mache ich mal so, so, so. Alle drauf. Zack. Und die Barren kann ich schon mal hier reinmachen, weil es zwei einzelne sind. So. Und weil es einfach ist, ne? Also, in dem Fall. Wie auch immer, zurück. Hervorragend. Und dann suchen wir uns mal einen sicheren Spot. Ich mache das tatsächlich da in die Butze rein. Ja. Das ist besser als nichts. Und da hinten den Spawner mache ich kaputt. Weil der ist mir zu dicht dran. An unserer Base. Da sind noch mehr Vasen. Ich mach mal so. Verschiedenes. Dann hier. Was ist das denn? Ach, eine Bank. Mhm. Ja, das geht nicht, weil hier die Pflanzen im Weg sind, ne? Warte mal. Ja, ist ja gut. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Laggedy lag. Wo ist denn der andere? Da hinten. Ja, weil jetzt hat das ja hier einkrachen lassen. Das wollte ich eigentlich nicht. Hä? Wovon ist denn das kaputt gegangen? Von der Lava da vielleicht? Gut möglich, ne? So, explodier da mal bitte. Nein, nicht hier. Komm mal hier in die Richtung. Und tschüss. So. Hör mit deinem Loot. Und dann, ich glaube, das war zu dicht hinten an der Lava. Deswegen baue ich das mal ein Stück weiter hier vorne hin. So, verschiedenes Portal. So. Unsicher ist das definitiv, aber was soll's. So und so. Und außerdem sammle ich mal das Zeug hier auf, um es beiseite zu werfen. Ich kann hier in die Lava schmeißen oder so. Weil das ist hier maximal im Weg. Oh oh. Oh, das sind die, die ich meine, die vom Spawner kommen, ne? Komm, Alter. Feuerbälle rein. Solange sie alle beieinander stehen. Und ich mache hier mal platt, bevor du hier mein Portal angreifst. Dann wieder Feuerbälle. So, und da noch einen rein. Oh, ja, geil. Und noch ein. Das hat Bock gemacht. Schön saftig Damage reingedrückt. So, ich stand mal hier rüber. Immerhin ist es unwegsam. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das bedeutet, dass es auch für die Gegner unwegsam ist. So, du stirbst. Und ihr ebenfalls. Wow, oh, 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 oh. Vorsicht. Da kann ich nicht lang gehen. So, dann hier nochmal lang. Wo ist denn der andere hin? Der ist jetzt weggelaufen. Da ist er. Gut, ich schmeiß mal hier Grausten weg. Damit hier mal ein bisschen aufgeräumt ist. Sonst laufen wir hier nämlich immer wieder rüber. Sind überladen und können den anderen Stuff nicht mitnehmen oder so, ne? Hier ist noch ein Fuffi-Stack. Komm, her damit jetzt. Und weg damit. Her damit und weg damit. Oh. So. Und hierher. So. Oh nee, jetzt komme ich hier nicht rüber. Echt jetzt. 1 Zentimeter zu hoch. Gut. So. Und. So. So. Gut. Und jetzt mache ich da hinten den Spawner kaputt. So. Ich brauche auch wieder Magie. Einen Magietrank, ne? Sehe ich gerade. Ich weiß gar nicht, ob wir noch welche haben. Die hätte ich mal, glaube ich, in die Produktion packen sollen. Keine Ahnung. So, einer noch, glaube ich. Oder zwei. Zwei noch. Jo. Das war's. Sehr gut. Dann würde ich sagen, soll ich... Ja, ich muss ja sowieso die Sachen für die Belagerung holen. Wir haben jetzt auf jeden Fall erstmal grundlegend eine Base. Immerhin. Und entsprechend würde ich jetzt, glaube ich, die Sachen holen. Ich gucke allerdings erstmal, wie spät es ist. Weil es ist jetzt ein bisschen Zeitvergang. Gut möglich, dass gleich Nacht wird. Ne? Mal gucken.
hervorragend rübergerannt und den ganzen Stuff darauf geworfen. Ja, so viel ist es gar nicht. Gut, dann gehen wir hier hin, nehmen den raus. Außerdem das Holz, das kommt hierzu. Wir brauchen noch Stein und Marmor. Ja, beziehungsweise das mit Marmor lasse ich diesmal. Ich nehme nur Stein mit. Jemand meinte ja, ich sollte da oben, also nicht nur den Turm nach oben ziehen, sondern da auch eine Treppe hinmachen, damit ich auch über die Stacheln komme. Aber die Treppe wird sowieso kaputt gemacht. Wenn nicht vom Feind, dann von uns. Ah, wir haben Mittag. Passt noch. Ne, daher ist es eigentlich völlig irrelevant. Oh. Stopp. Ich nehme noch ein paar Tränke mit. Sowohl Ausdauer als auch Life. Und wir haben hiervon auch noch welche. Gott sei Dank. So. So. Und die. Sehr gut. Und dann sind wir gut vorbereitet. Nichts wie hin da. Wir haben ja alles, was wir brauchen, ne? Das. Ja. Den Rest nehme ich dann, ne, wie den Rambock und so, wenn die Festung erobert ist. Aber eins nach dem anderen. Huch, oh, falsches Portal. So, wir müssen hier runter, Entschuldigung. Jetzt aber schnell. Keine Zeit vertrödeln, hier lang. So, Energieschild. Und dann gucken wir mal. Und ich hoffe auf viele, viele Blutsteine. Den hier mache ich mal. Wie gehen wir vor? Erstmal ballere ich mir sämtliches Food. Damit hier schön alles auf Max ist. Dann gehe ich hier hin. Wow, da werde ich überballert, genau. Das war auch ein Tipp in den Kommentaren. Mach das von unten. Maria meinte, mach das bloß nicht, sonst sammeln die sich hier und drücken sich gegenseitig runter und man hat keine Ruhe mehr. Ich glaube aber dennoch, dass es schon Sinn macht. Weil die machen doch schon echt ordentlich Damage. So. Das war's. Gut. Und das können wir da hinten jetzt zum Beispiel nicht machen, weil da ist über Lava und da auch nicht. Aber den hier haben wir schon mal geklärt. Ich könnte theoretisch hier auch an die Ecke den Turm machen und nicht immer in die Mitte, ne? Ja. Macht das nicht mehr Sinn? Oh. Ach, shit. Brauchen die eine Workbench. Die wird auf uns aufmerksam, oder? Das ist schwer zu erkennen, weil die Perspektive natürlich... Nee, doch nicht. Der ist weit weg. Ja, da muss ich kurz die Workbench hier mitnehmen. So sei es. Ist jetzt gar nicht so klug, ne? Aber ich mach's trotzdem. Nicht, dass wir nachher irgendwie... Dass das hier kaputt geht und verbrennt und dann haben wir kein Holz mehr. Ich stell die mal hier hin. In Sicherheit. So. Halbwegs Sicherheit, ne? Also sicher ist natürlich was anderes. So, dann nach oben. Und wir machen das mal hier an der Ecke. So, da sind die Stacheln auch nicht so sehr im Weg vielleicht. Mal gucken. So. Ein bisschen breiter machen. So, nach da. So, wie viele Steine haben wir noch? Genug. Weil wir brauchen ja auch noch eine zweite Stufe. Die mache ich hier hin. So. Hier nochmal. Und ich glaube, das war es auch ein wenig mit Stein. Ich glaube, wir können noch einmal oder zweimal. Einmal noch, glaube ich. Dann begradige ich das hier mal. So. Das ist jetzt ein bisschen zu hoch. Deswegen kloppe ich das ein Stück wieder runter. Auch damit es gerade ist, ne? Damit das hier so eine gerade Fläche ist und wir dann nicht die ganze Zeit so runtersliden, runterrutschen. Noch ein Stück. Ja, hier noch ein Stück. So. Ja, das finde ich super. Und dann gehen wir hier oben drauf. Und könnt ihr schon mal hier mit aufräumen. So. Hey, was kriegt denn da Schaden? Die selber, oder was? Von den Stacheln? Okay. Macht der überhaupt Damage? Ja. Aber das hat jetzt nicht so viel gebracht. Ich mach mal so. Oder hier mit Frost, ne? Kann ihn leider nicht erwischen. Oh, da ist ein anderer Krieger. Moment. Da probiere ich es doch nochmal mit Wurzeln. Wenn hier so viele sind. Ja, sehr gut. So. Ja, der haut ab. Viel Spaß. Wo sind denn hier die Spawner? Ich spring mal hoch
Ah, hier ist direkt einer. So, ja, ja, ich sehe, dass ihr mich beballert. Ich weiche einfach mal aus. Bis mein Energieschild down ist, dann verziehe ich mich sofort. So, der ist schon mal kaputt. Auf der anderen Seite ist der andere wahrscheinlich, ne? Ich gehe mal kurz in Sicherheit. So. Da kommen sie. Da habe ich aber auch mit gerechnet. Mache ich hier mal ein paar Wurzeln hin. Die können sich mal kurz um die kümmern. Treffen sie die? So weit außerhalb, ne? So, mache ich mal. Da, die treffen nicht. Doch, die, die hier oben sind, treffen. Aber die haben, glaube ich, keine direkte Verbindung. Und ich glaube, die hier kriegen echt Schaden von den Stacheln. Das ist ja sehr faszinierend. Nein! Deswegen meinte der Typ, ich sollte da eine Treppe drauf bauen, damit das nicht immer passiert. Aber die Treppe geht ja kaputt, ne? Oh, Workbench. So. Und der Krieger ist wieder da. Habe ich mir gedacht, dass er zurückkommt. So. Nein, Ausdauer. Okay. So, jetzt aber. Dann warten wir kurz. Und wir müssen den anderen Spawner zerstören. Halt. Hier haben wir so einen. Tschüss. Ich muss erst die Ballisten vernichten, glaube ich. Wow, wow, wow. Ja, jetzt kommen erstmal die. Warte mal. Nein, nein, nein. Ich will hier hoch. So, Energieschild. Und nochmal hoch. So. Sag mal. Lässt du mich wohl in Ruhe? Haut da ab. Gut. Dann Feuerball. Wir laden mal unser Mana auf Max. Ich könnte theoretisch mit einer mit einem Mana-Trank helfen, ne? Ich glaube, das macht gerade Sinn. So. Und los. Nein! Oh, come on. Oh oh, es wird dunkel. Da! Scheiße, ich kann nicht drüber. Das ist der Grund, was er meinte, ne? So viel zum Thema, so ich weiß es besser. Habe ich es ja super besser gewusst. Gut, ich versuch's nochmal. Jetzt aber. So. Die Balliste ballert direkt auf uns. Beide. Das heißt, ich nehme mir erstmal die vor. Dann mache ich dich platt. Da kommt ein anderer Krieger und tschüss. Energieschild. Da schmeiße ich mal Feuerbälle hoch. Nein, bleib da stehen. Sehr gut. Und ich auch nochmal. So. Dann jump ich nochmal hoch. Weil wenn die da unten rumlaufen, respawnen sie ja nicht, ne? In der Festung, meine ich. Oh, komm schon, noch ein Krieger. Lasst mich hier doch jetzt endlich mal kämpfen. So. So. Ja, da kann ich jetzt nicht, weil die Krieger kommen. Dann mache ich hier weiter. Mann, jetzt lass mich. Nein, 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 nein. Energieschild, Digi. Energieschild. Verdammt. Einmal. Ich hab auf die 2 gedrückt, statt auf die 4. Scheiße. Na gut, sind wir wieder gestorben. Dann würde ich sagen, wie passend, wir können jetzt auch die Nacht überspringen. Gute Nacht. Guten Morgen und ich glaube, wir haben keine andere Wahl, als dass ich meine Notklamotte anziehen muss. So sei es. Aber naja, da war ich wieder ein bisschen zu greedy. Ja, diesmal haben wir allerdings auch ohne Dingens, wie heißt es, ohne Trolle gekämpft, ne? Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass es diesmal zwar weniger los war, ich frage mich auch warum. Und ich habe nicht ein einziges Mal irgendeinen Hexer gesehen. Immer so, so, so. Met. Mache ich mal den. Feuermet. Und das reicht.
Dann Energieschild. Hier ist irgendein Hindernis, ne? Glaube ich. Ich glaube von dem Portal da unten. Gut, wie auch immer. Wir gehen halt zum A-Portal und nicht Notportal 5, also hier lang. So. Und dann gehen wir mal los. Ich hätte mir vielleicht den Feuerball mitnehmen können, aber ich glaube, das kriegen wir schon hin, wenn wir erstmal nur Frost haben. Ich will ja auch erstmal nur meine Sachen wieder haben. Also nichts wie hinauf. Ja, das ist echt nicht so gut hier, ne? Mit der Ecke. Gut, wie auch immer. Runter. E. Alles nehmen. Sehr gut. Und dann ziehen wir uns erstmal die Klamotte wieder an, während wir ausweichen. So gut es geht. So viel zu dem Thema. Ah, ich gehe ja schon. So, run, run, run. Tschüss. Und wieder hier zurück. So, gut. Ich mache mal kurz platt. Und dann das hier angezogen. Ich könnte theoretisch die Sachen erstmal wegbringen. Ich spare mir das aber gerade mal. Und würde sagen, wir machen erstmal weiter, ne? Wir haben ja unsere Sachen wieder. Ich schmeiß da mal Feuerbälle hin. So. Ich glaube, das hat Schaden reingedrückt. Mann, stirb! So. Sehr gut. Ja, und die Ballisten. Komm, die machen wir jetzt. Nein! Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt hier lösen soll auf die Schnelle. Weil ich kann jetzt nicht einfach eine Leiter hochbauen. Oder eine Treppe. Dafür habe ich die Materialien nicht dabei. Oh, ist das nervig. Ist das nervig? Oh Gott, geht mir das gerade auf den Sack. Entschuldigung. Alter. Okay. Ich bin ja doch sonst auch rübergekommen. Ah, so viel zum Thema Hexer, ne? Da ist er doch. So, und jetzt nochmal. Spring! Spring! Okay, Alter, mir reicht's. Mir reicht's. Ich hole jetzt Bauzeug und dann bauen wir uns da. Also so geht's ja gar nicht. Entschuldigung. Aber das ärgert mich gerade massivst. So, dann laufen wir mal nach hier oben. Ich werde mich jetzt zusammenreißen und nicht hier schon wieder meine negative Laune hinausposaunen. Das wollt ihr ja nun auch nicht, ne? Hier, der kommt weg. So, dann haben wir den, also die, diese Dingenshacke. Ich vergesse immer, wie sie heißt. Flug? Ne, Hacke. Stimmt, Flug war das so ein Pflanzen. So, dann die Sachen. Die schmeiße ich hier mit auf den Haufen. Das, das, das. Das und dieses hier. Und dann nehmen wir uns mal Holz raus. So. Und ich nehme einfach mal so viel. Und ich mache das aus Holz. Ich weiß, Holz geht schnell kaputt. Ist mir scheißegal. Weil, so sei es. Natürlich sind wir jetzt auch noch durchnässt. Ich fange schon wieder an zu maulen, ne? Ich höre schon auf. Gut, gehen wir mal hier lang. Und ich baue hier unten mal ein Dingens hin. Table. Vielleicht hier so geschützt. So. Und dann bauen. Trap. Hier hinauf. So. Ja, schon so irgendwie, ne? Oh. Komm schon. Bitte lass mich das bauen. So geht. Oh, Digga. Schon wieder eine Stressprobe hier. Gut, ich mach mal so. So. Und so. Nein! Warum bin ich denn jetzt runtergerutscht? Ganz ruhig, Raul, ganz ruhig. Das kriegen wir schon hin. So. Na komm. Um 1, um 2, Auto unten. Hä? Du sollst den da hinbauen? Ja, genau den. Dankeschön. Den weg. Und einen Moment. Ich muss mal kurz meinen Sound wieder refreshen. Ihr kennt das Problem ja bereits. So. Jetzt aber. Rein da.
Es ist natürlich dunkel, man sieht gar nichts. Das ist natürlich nicht so schön. Nein, nein, was machst du denn? Digga! Er hat nicht das gemacht, was er sollte. Null. Gut. Ich muss sie, glaube ich, mit Feuerbällen zerstören. So. So geht's auch. Dann mache ich dich so mit. So platt. Bam! Na, oh, schade, dass ich ihn da nicht treffe. Das ist so unsatisfying, diese Festungskämpfe. Bin ich ehrlich. Oh, es brennt. Jetzt aber schnell hoch. Und den hier gekillt. Dann hier hin. Und da hinten die Balliste zerstört. Näher ran. Kaputt. Gut. Da an dich. So. Na komm. Na komm. Sehr gut. Dann mache ich mal hinten den Spawner kaputt, ne? Ist der kaputt? Nee. Der sieht nur so aus, ne? Ich sehe ihn nur nicht. Der ist noch nicht kaputt. Ist die Balliste hier zerstört? Ja, ne? Gut. So. Spawner sind weg. Ich laufe mal hier im Kreis. Energieschild. So. Sehr gut. Und dann müssen wir jetzt hier eigentlich nur noch alles clearen. Da könnte ich mal irgendwie auf den Boden gehen und versuchen... Wow, Vorsicht, Flamme. Und versuchen, mit den Wurzeln zu arbeiten. Oh, hier ist Loot. Der darf... Nein! Nein, 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 nein! Lass mich aus der Flamme raus! Oh. Alter Schwede, okay. Da ist schon wieder eine. Jetzt aber schnell weg hier. Zum Glück habe ich einen Gerstenwein getrunken. Und es wäre Feierabend gewesen gerade. Noch eine Flamme. Tschüss. Lauf, lauf! Der Hexer, ey, ne? Der muss sofort vernichtet werden. Na los, komm. Feuerbälle. Verbrennt er? Ja. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Liegt hier irgendein Loot, der... den ich vermissen würde, wenn er despawnt. Wahrscheinlich schon. Deswegen kann ich mir das nicht erlauben, jetzt hier gerade wegzugehen. So. Warum habe ich jetzt gerade Schaden gekriegt? Wovon? Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Aber gut, was soll's. Daneben. Dann mache ich dich platt. So. Ja, Blutstein! Ein Blutstein! Oh, ist das geil. Oh, da hat sich der ganze Stress doch gelohnt. So, ist hier noch wer? Da oben wahrscheinlich der Hexer oder so? Nee, ne? Und hier sind 8 Flammenkernerz. Auch die will ich gerne haben. Ich hole mal das Portal hierher, ne? Würde ich sagen. So. Ich kann das entfernen. Außerdem trage ich hier mal ein F ein. So. Gut. Und dann gehen wir mal hoch. Holen das Portal her. Und können dann hier ganz in Ruhe alles abreißen. Aha. Da oben sind noch welche. Da war wahrscheinlich der Hexer. Und der ist dann irgendwie runtergefallen, ne? Haben echt nochmal ein Energieschild zerstört. Dreist. Gut. Aber ich glaube, wir haben jetzt Ruhe. Da oben ist nichts mehr und hier hinten auch nicht. Gut. Nichts wie weg hier. Soll ich das Portal abreißen und rüberholen? Erstmal bringe ich den Stuff weg. Ja, erstmal Stuff wegbringen.